Weiter geht's mit Mario Kart Arcade UP und hier sieht man noch mal kurz die Werte von Mario Kantern. Schon aus dem letzten Part, aber hier ist von Peach. Hier von Donkey Kong. Und hier von Miss Pac-Man, die ich jetzt auswählen werde. Ich präferiere das schnellere Kart. Daher will ich das auch aus. Es gibt eigentlich keinen Grund, warum ich jetzt noch das Standard-Kart nehmen sollte. Wenn ich ein langsameres Kart nehmen will, dann kann ich ja einen anderen Fahrer direkt nehmen. Dann muss ich jetzt nicht auf die schlechtere Beschleunigung ausweichen, beziehungsweise auf das geringere Gewicht. Von daher entscheide ich mich für dieses Tortenkart. Let's go, du hast recht. Das geht jetzt tatsächlich los. Zack, zack, etwas rumspringen. Was ist das eigentlich für ein Boden? Ich sollte mir das abgewöhnen. Wobei, ich könnte mal versuchen, hier so aus der Stadion zu glitschen. Okay, es geht nicht. Der Versuch war es wert. Ich sehe schon, wie das endet. Ich bin Sechster. Das ist nicht gut. Zack. Mann, lasst es. Wir sind jetzt zu viert ganz hinten und der erste und zweite bauen sich schönen Abstand auf. Ich versuche jetzt mal davon aufzuholen, aber es geht ja nicht, es geht ja nicht, solange die mich die ganze Zeit angreifen. Ja, viel Spaß mit dem Item. Wenn ihr es bei mir macht, dann kann es auch bei euch machen. Oh Mann. Ich kann nicht Erster werden, wenn es die ganze Zeit mit allen Mitteln von den Gegenspielern verhindert wird, dass ich überhaupt mal in die Nähe des Ersten komme. Die arbeiten doch alle zusammen, diese Coms. Wie soll ich das denn gewinnen? Hallo. Ja, dann nimm mir halt. Das kann ich direkt nochmal machen. Na, vielleicht gewinne ich ja was Schönes. Hätte ich doch lieber Fleisch Donkey Kong genommen. Mein Abstand war riesig. Donkey Kong eignet sich gut für dieses Waluigi Stadium. Jetzt ist nur die Frage, wie es beim nächsten Cup aussieht. Was dann bei der nächsten Strecke aussieht. Ob ich damit Donkey Kong auch gut abschneide oder ob ich dann wieder alles von vorn machen muss. Also nicht alles, aber nochmal fahren. Weil es nervt eigentlich, wenn ich jede Strecke zweimal fahren muss. Das ist nichts, was ich begrüße. Aber die Strecke sieht cool aus. Drei, zwei, eins, zack, Turbo Start. Was ich bemerkt habe, man muss von Anfang an mindestens Erster oder Zweiter sein. Sonst wird das nichts. Das ist die Erfahrung, die ich gemacht habe bei dem Spiel. Jetzt sieht es schon wieder sehr knapp aus. Wenn dann so ein Item nicht trifft, das ist schon schade. Weil es halt sehr wichtig ist. Aus irgendeinem Grund
kriegst nicht hin, die Mario Coins einzusammeln. Das wäre ein weirdes Item gewesen. Gut, da hätte ich schon mal diesen Tama irgendwas. Okay. Komm. So, Toad. Da du ja Peach anscheinend nicht abschießen wirst, muss ich dich abschießen, damit ich zu Peach aufschließen kann. Ich probier's einfach mal. Hat nicht getroffen, aber der Versuch war es auf jeden Fall wert. Das nächste Item, das könnte... Ja, die... Es reicht. Nice. Nice. Wäre schon cool, wenn ich zur Abwechslung mal was nicht zweimal fahren muss. Peach scheint auch meine einzige Konkurrenz zu sein in diesem Rennen. Die anderen scheinen eher die hinteren Plätze zu präferieren. Komm schon, komm schon. Nice. Nice so. Endlich einmal. Endlich einmal nur ein Versuch. Nächste Strecke. So, gibt's ein neues Item. Oh, für Waluigi. Darauf habe ich eigentlich... Wenn ich ehrlich bin, habe ich die ganze Zeit wirklich darauf gewartet, dass ich ein neues Waluigi-Item bekomme. Oder ein neues Card für Waluigi... Also die Verbesserung für Waluigis Card. Genau das wollte ich sagen. Weil ich nämlich ein Waluigi-Fan bin. Yay, yeah, Waluigi. So, jetzt kann ich auch gleich mal beim ersten Versuch auf dieser Strecke hier punkten. Letztes Mal hatte ich ja Haushoch verloren, wo ich diese Strecke on-screen gefahren bin. Vielleicht blamier ich mich diesmal nicht so. Wobei es bisher stark danach aussieht, dass ich mich wieder blamieren werde. Was ist das für ein seltsames Item? Ich brauche ein anderes Item, damit ich an Miss Pac-Man überhaupt rankomme. Zum Beispiel das. Perfekt, und schon bin ich erster. An diese Mario Coins muss ich mal denken in der nächsten Runde. Sonst fahre ich wieder voll dran vorbei. So, genau. Noch eine Kurve und dann müssten irgendwo die Mario Coins kommen. Hier irgendwo. Sind das alle? Ich hoffe einfach. Hoffen ist zwar nicht immer so effektiv, aber... Ja, ich habe alle bekommen. Ich habe nämlich jetzt 25 und 25 ist das Maximale. Zack. Das war so unendlich dumm. Oh mein Gott. Oh nein. Das kann... Ja, unlucky. Das sagt's ganz gut, unlucky.
Ja, Giant Banana. Easy. So, diesmal wieder 40 Münzen. Oh, der Schraubenschlüssel. Für Waluigi, was hat das mit Waluigi zu tun? So, jetzt geht's zur letzten Strecke. Ich hoffe mal, die verläuft etwas besser als die erste und die dritte. Das hier, das habe ich aus Versehen ausgewählt hier, diese Items. Das war ein sehr großer Fail. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte den Stern nicht. Ich wollte eigentlich hier so runter. Okay. Item you use, okay. Das ist eine sehr gute Beschreibung. Ich wollte eigentlich die ganze Zeit mal auf den Turbopilz oder so. Was wollte ich noch? Genau, diese Hasenohren. So. Star, Giant Mushroom, Mushroom und Rabbit Ear. Das sind die Items, mit denen ich glaube, diese Runde zu gewinnen. Ehrlich, ich bin, glaube ich, nicht, dass ich gewinne, aber ich darf meine Hoffnung nicht aufgeben. Die Hoffnung ist alles, was ich noch habe. Und Stern. Direkt am Anfang den Stern gezogen. Das ist sehr wünschenswert. So, was bringt jetzt dieser Riesenpilz? Ich habe gerade jemanden gerammt und dem ist nichts passiert. Das bringe ich zu dem Entschluss, dass es ein komplettes Trash-Item ist. Aber der Stern ist cool, tatsächlich. Ha, Pech gehabt. Ja, vielleicht macht mich dieser Riesenpilz invincible für eine gewisse Zeit, dass es halt wie der Stern ist, sozusagen. Bloß halt dann groß. Ah, Mann. Okay, das Item ist OP. Das hat mich einfach auf den letzten Platz zurückbefördert. Auf den letzten Platz. Ich war Erster. Das ist absurd. Vom ersten auf dem letzten wegen so einem komischen Item, das ist schon. Hä, was ist das für eine Wolke? Ist das wie aus Mario Kart Wii oder wie? Vielleicht nicht das Teil geschrumpft hat. Ich meine, ich war gerade im Riesenzustand. Vielleicht bin ich deswegen nur normal klein geworden, statt ganz klein. Ah, ich werde wieder verlieren. Ich sehe es doch schon. Oder? Komm schon, komm schon, komm schon. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ah! Die Bongos. Beziehungsweise Kongos heißen die. Ist Peach jetzt wegen mir so verwirrt? Das wäre cool. Ich mag das Item. Ich weiß nicht, ob die alle so ein Special Item haben. Sehr schade. Also, wenn ich das nicht zeigen würde, wäre das schade. Muss ich auf jeden Fall noch irgendwie machen. Ich brauche die Items natürlich auch erstmal. Muss ich mir natürlich noch freischalten. Ich weiß auch nicht, inwiefern ich jetzt schon alle Items hab oder so. Kann ja sein. So, mal sehen.
Was ich mich wundere, ob es... Ah, hier gibt es wieder den Turbopilz. Ich warte die ganze Zeit, dass ich diesen Turbopilz bekomme als Item. Ich weiß halt nicht, ob das was bringt, wenn ich hier drücke. Ach, vielleicht hätte ich mir eher dafür den Turbopilz aufheben sollen, oder? Naja, 70 ist geschafft. Solange ich alle Coins habe, bin ich doch zufrieden. Okay, das ist ein lustiger Frame. Also, lustig in Anführungsstrichen, weil Frames nicht unbedingt lustig sind. Und das war's mit dem Part und damit bye.